Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum neuesten Video der deutschen Kryptowelt mit dem Thema Fidor Bank. Über die Fidor Bank. Die Fidor Bank besitzt den Slogan Social Banking für den digitalen Lebensstil im Web 2.0. Das Unternehmen wurde gegründet 2009, hat den Standort in München, also in Deutschland. Der Gründer ist Matthias Kröner. Das Besondere ist an Matthias Kröner, dass er selber keine eigenen Kryptowährungen besitzt. Das Ganze könnt ihr legitimieren, wenn ihr euch registriert habt, über Videoident oder Postident. Videoident ist vielleicht eben für den einen oder anderen etwas neu. Da müsst ihr einfach eine Webcam an eurem Laptop haben oder an eurem PC und könnt dann euren Personalausweis in die Kamera halten mit einem persönlichen Berater, der dabei ist. Und der macht dann ein Video, also ein Foto davon, von der Vorder- und der Rückseite. Ihr müsst das kurz ein bisschen drehen, damit auch die Legitimierung des Personalausweises gezeigt werden kann, also dieses Schimmern. Und dann seid ihr schon registriert. Was bietet die Fidor Bank für Privatkunden? Ein smartes Girokonto, ein sehr intelligentes mit vielen, vielen Funktionen. Da schauen wir uns nachher an. Es heißt also, ihr habt kostenlose Kontoführungs- und kostenlose Eröffnungsgebühren. Das Ganze ist schufafrei, was ich sehr, sehr gut finde. Also es wird nicht in der Schufa betrachtet. Ihr könnt eine kostenlose Mastercard bekommen und ihr habt natürlich Online-Banking. Das Ganze kostenlos. Die Dienstleistungen in der Fidor Bank. Ihr bekommt zum einen natürlich das Girokonto. Ihr könnt sparen, also ihr Sparbriefe oder Kapitalbriefe anlegen. Ihr könnt darüber Kredite bekommen, das Ganze als Ratenkredit, Dispokredit oder auch als Geldnotruf. Der Geldnotruf geht von 100 bis 199 Euro. Ihr könnt, also wenn es mal wirklich eng ist, ihr bekommt eine Kreditkarte, das Ganze als Smartcard für 0 Euro oder eine Debit-Mastercard für knappe 15 Euro im Jahr. Dann bieten die auch noch Versicherungen an, also so eine Renten-Rürup-Versicherung, Finanzplanung, und es gibt auch ein Depot für eure bisherigen bestehenden Versicherungen. Ihr könnt Gutscheine erwerben. Ihr könnt den ganzen Zahlungsverkehr natürlich machen, also das Social Payment, das heißt über die ganzen Benutzernamen könnt ihr Instant, das heißt wirklich von jetzt auf gleich das Geld senden. Ihr könnt SEPA-Überweisungen machen in der EU und natürlich auch Auslandsüberweisungen, die mit 5 Euro pauschal berechnet werden. Des Weiteren könnt ihr natürlich noch euer Prepaid-Handy aufladen, was viele normale Banken auch anbieten. Ihr könnt Edelmetalle kaufen und verkaufen, das Ganze also mit Gold, Silber, Platin oder auch Palladium. Ihr könnt Fremdwährungen kaufen, darunter natürlich auch der Dollar oder die Schweizer Franken. Es gibt Crowdfinance, das heißt, ihr könnt Projekte bezahlen von Privat an Privat, Privat an Unternehmen oder Unternehmen an Privat. Dann gibt es noch das Social Trading. Da könnt ihr einfach von den Erfahrungen der Top-Trader mit profitieren. Das Ganze ab 1000 Euro. Also ihr könnt damit ohne Erfahrungen, könnt ihr an der Börse mitspielen und könnt einfach von den Erfahrungen der großen Trader profitieren. Dann gibt es noch ein umfangreiches Bonusprogramm. Da schauen wir uns nachher an. Die Community natürlich. Davon lebt die Fidor Bank. Das heißt, dafür ist es einfach bekannt. Da bekommt ihr Spartipps. Ihr könnt eure Wunschprodukte, die ihr euch wünschen würdet, könnt ihr dort posten. Dann gibt es noch Produktbewertungen und natürlich Expertenbewertungen. Zunächst bieten die natürlich noch einen Cash Coach an. Also das ist einfach ein Finanzberater, der schaut, wo könnt ihr sparen, wo könnt ihr eure finanziellen Polster besser ansetzen. Dann gibt es noch eine mobile App für Android und Apple. Und die Details zu den ganzen Preisen könnt ihr nachschauen hier unter dem Link. Ja, die Fidor Bank in Verbindung mit Kryptowährungen. Jetzt wird es für uns interessant. Es gibt Kooperationen im Bereich der Kryptowährungen. Darunter war die allererste Kooperation mit dem Exchange-Portal Kraken.com. Das Ganze besteht seit Oktober 2013. Danach kam die Fidor Bank-Kooperation mit Ripple Labs. Da muss man auch dazu sagen, das war die allererste Kooperation mit Ripple und einer echten Bank. Das Ganze seit Mai 2014. Ripple sollte man kennen heutzutage.
Das ist ein Netzwerkprotokoll, womit Überweisungen weltweit deutlich günstiger und schneller verarbeitet werden können. Deswegen auch die Kooperation, weil die Fidobank ja modern ist. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Kooperation mit Bitcoin.de, also auch einem Exchange-Portal. Das Ganze bestand schon seit Ende 2013. Allerdings ist es technisch erst möglich, das Ganze ab Februar 2015 mit dieser API-Schnittstelle einzusetzen. Das heißt, ihr könnt einen Expresskauf machen. Ihr müsst dazu nur Geld auf der Fidobank haben, das Ganze dann reservieren auf dem Portal von Bitcoin.de und könnt damit dann Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold oder Ethereum kaufen. Das Ganze zu 0,4%. Das schauen wir uns aber in einem anderen Video mal an. Gut, schauen wir uns das Portal mal an. So sieht das Ganze aus, wenn ihr euch einloggt. Ihr habt hier auf der linken Seite alle Dinge, die euren Kontostand zu haben, bewegen. Das heißt also, damit ihr mehr auf eurem Konto habt, ist ganz einfach nur als Geldeingang. Ihr könnt Kredite von der Bank aufnehmen, dadurch bekommt ihr natürlich Geld. Dann gibt es den Geldnotruf, Dispo-Kredite. Ihr könnt Edelmetalle verkaufen, wenn ihr schon welche gekauft habt. Das Bonusprogramm, Crowdfinance oder ihr verkauft eure Fremdwährungen. Dadurch könnt ihr euer Konto aufwerten. Ihr könnt natürlich auch euer Konto in das Sol reinbringen. Das Ganze mit Überweisungen natürlich. Hier das Social Trading, eine SEPA-Überweisung, Daueraufträge, Auslandsüberweisungen über eure Kreditkarten, über einen Kapital- oder Sparbrief, wenn ihr Edelmetalle kauft, wenn ihr euer Prepaid-Handy aufladen möchtet, wenn ihr Gutscheine kaufen möchtet, wenn ihr Versicherungen, wie hier zum Beispiel eine digitale Hausratversicherung abschließen müsst oder wollt. Das Social Trading, was ich vorhin angesprochen habe. Also ihr könnt hier zum Beispiel den Top-Tradern auf Aiondo folgen. Das Ganze mit einer Einlage ab 1000 Euro und könnt von den ganzen Profiten der Trader profitieren. Das Crowdfinance, das Ganze hier mit vielen Anbietern, unter anderem auch von der Fidobank an sich, also von der Community und anderen Anbietern. Oder ihr kauft Fremdwährungen. Das soweit zu dem Portal. Das ist an sich recht selbsterklärend. Schauen wir uns das Bonusprogramm noch an. Ihr seht also hier zum Beispiel, wenn ihr dieses Konto hier empfiehlt, einem Freund zum Beispiel, dann zählt das als Weiterempfehlung von Neukunden. Wenn diese Freunde dann auch nochmal Freunde einladen, bekommt ihr sogar noch 7,5%. Oder hier in der weiteren Stufe noch mit 2,5%. Das Ganze auch hier sogar mit einem Videobonus von bis zu 100 Euro im Monat, wenn ihr Erklärvideos rund um die Fidobank einreicht. Was haben wir hier noch? Der Twitter-Bonus, das heißt, wenn ihr einfach was auf Twitter postet mit einem Verweis auf das Fido-Konto und. Also ihr seht hier, es gibt hier ein sehr umfangreiches Bonusprogramm oder hier dann Gehaltskontoeingänge ab 1000 Euro werden mit 1 Euro monatlich belohnt. Wobei ich euch empfehlen kann, nutzt das Konto lieber nur für Kryptowährungen. Wenn ihr mit Kryptowährungen handeln wollt, so habt ihr einfach ein separates Konto ausschließlich dafür. Das macht es natürlich dann bei der Steuer viel, viel leichter. Okay, das war's mit dem Video. Dann schaut doch auf die anderen Videos noch vorbei, auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Kryptowelt oder für kurze Infos auf dem Twitter-Kanal oder in der Telegram-Gruppe der Deutschen Kryptowelt. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.